willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute gibt's Signaturen. Ich habe hier dieses schöne Vintage Grungy Journal und habe hier schon einiges gemacht in der Zwischenzeit. Ihr habt mir dabei zugeschaut, wie ich dieses Cover gestalte. Mir ist jetzt hier noch dieses kleine Quastending in die Hände gefallen. Das werde ich hier gleich noch annähen. Das habe ich hier schon mal an Ort und Stelle gelegt, wo ich jetzt hinpacken will. Ich finde, das passt da sehr schön. Ich habe dann noch so einen zweiten Quast, der kommt dann in den Dingeldangel, in das Dingeldangel-Lesezeichen, sagen wir mal so. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Und auch über Kommentare und Likes freue ich mich mega. Und jetzt lasst uns hier einsteigen. In der Zwischenzeit geschah Folgendes. Cover habt ihr mitbekommen. Quast habe ich euch gerade erzählt. Ich habe zwei Signaturen zusammengestellt und lasst euch davon nicht täuschen, wenn in YouTube-Schnipp ein kleiner Szenenwechsel ist und der oder diejenige sagt, heißt es ja diejenige, hey, ich habe mir mal eben ein paar Signaturen zusammengesucht. Das ist richtig Arbeit. Und zwar, jetzt lege ich mein Cover mal zur Seite mit so einem kleinen Quast. Zack. Verschiedene Papiere zusammenstellen. Selbst wenn man die super gut geordnet hat, muss man sie raussuchen, dass sie irgendwie zusammenpassen. Man muss sie zurechtschneiden, dass sie in das Journal passen. Und man muss sie dann natürlich auch sortieren. So, ich habe jetzt hier Signaturen, die sind 20 x 14. Das heißt, ein Müh kleiner als DIN A4, also auf jeder Seite kommt ein Zentimeter ab. Das ist ganz praktisch. Ich gucke nochmal eben nach dem Bildausschnitt. Ejo, läuft. Ihr seht mich. Sehr schön. Das ist ganz praktisch, wenn man einfach DIN A4 Papier nehmen kann. Von Stamperia habe ich jetzt hier das 30,5 x 30,5 Papier genommen und mir zurechtgeschnitten. Dann habe ich hier gefärbtes Papier, da habe ich, ich weiß gar nicht, irgendein Pigmentgedöns reingepackt, was sich dann wie so Blätter abgesetzt hat. War nicht das beste Pigmentzeug, aber das Ergebnis ist total witzig, weil das aussieht wie Graspapier. Ich habe alte Block. Papiere, also hier Schreibpapiere in quadratisch, also in Karo-Muster. Hier habe ich mal so ein bisschen Stoff eingefärbt und das Ganze mit goldener Stofffarbe. Es sieht sehr cool aus, oder? Ja, Notenpapier darf nicht fehlen. Ich habe hier einen schönen Prometheus auseinandergenommen. Hier ist auch ein, ich glaube sogar, da habe ich mit Rote Beete gefärbt. Das ist so leicht rosé. Ja, ein kleines Blatt ist ein Buch. Hier ist so ein festeres Papier. Das müsste fast 260er sein. Karo-Papier in echt alten Atlas. Also der ist wirklich alt. Nun kann man auf den Papieren hier nicht ganz so gut schreiben. Deswegen habe ich mir hier schon mal angefangen. Habe ich mir hier schon mal Schnipsel zurechtgelegt und werde auf jedes Blatt irgendwo so ein Papierschnipsel unterbringen. So rum oder so rum. Dass man da noch ein bisschen Platz zum Schreiben hat, also offensichtlich einen Platz zum Schreiben. Der geneigte Junk-Journaler kann auch auf sowas schreiben. Aber gut, es ist wirklich ein wirklich alter, flatteriger Atlas. Nur finde ich unerlässlich in so einem Journal. Jetzt habe ich die Mitte hier genommen. Ich fand diese Rose so wunderschön. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Blatt auch richtig rum habe, anhand der Noten. Glaube ich schon, oder? Warte. Ja, eigentlich muss das so rum. Wie sieht diese Rose über Kopf aus, wenn ich das so mache? Weil dann ist das Papier auch über, die Schrift hier drin noch über Kopf. Ne, das ist tatsächlich so. Ja, aber ich habe es richtig gemacht. Alles schick, bleibt so. Genau, das ist die eine Signatur. Schwupps. Ich habe sie noch nicht gelocht. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Die zweite Signatur auch wieder klar. Das ist ein Feuerpapier. Also ich habe in jeder Signatur ähnliche Papiere verwendet. Aber natürlich nicht die gleichen, weil teilweise habe ich die nur einmal. Hier habe ich Vellum drin, habe ich mit einmal rumgenäht, also ein bisschen was draufgepackt, einmal rumgenäht. Macht das Ganze immer noch interessant. So, jetzt ist das Journal noch ziemlich nackig. Auch hier habe ich wieder auch so einen ganz alten Mini-Atlas gefunden und habe aus den Knickseiten, die habe ich nicht abgeschnitten, habe ich Pockets gemacht. Hier ist eine Pocket, dort ist eine Pocket. Und ja, ich gehe jetzt immer schneller durch, weil an sich kennt er das Papier von den anderen schon. So, hier habe ich keine Stamperia-Mitte, weil da habe ich nur eine richtig schöne Mitte gefunden. Da
Das sind meine Signaturen. Ich habe die jetzt noch nicht in das Journal gepackt, weil ich jetzt hier noch ein bisschen mit Stenciln und Stempeln arbeiten möchte. Und das geht irgendwie einfacher, wenn man die Papiere glattlegen kann. Deswegen noch lose, noch nicht gelocht. Hier erstmal angefangen mit den Dingern. Was habe ich mir noch rausgesucht? Ich habe mir noch Material gesucht. Das möchte ich euch gleich einmal zeigen. Und zwar habe ich immer irgendwie so eine Kiste. Schepper. So, bei den Wilhelm Busch Sachen bin ich noch gar nicht sicher, ob ich sie wirklich reinpacken will. Deswegen lege ich es jetzt erst einmal zur Seite. Ich habe hier gefunden noch jungfräuliche Karteikärtchen, Vokabeltrainer Karteikärtchen. Meine Tochter war damit irgendwie nicht so fein und hat gesagt, ne, damit lernt sie nicht gut. Ja, nicht mein Schaden, ne? Glanzbildchen. Echte alte Glanzbildchen, die habe ich teilweise selbst gesammelt, dann sind die nicht ganz so alt. Und teilweise sind die noch aus der Schulzeit meiner Mutter. Da habe ich neulich mal eine ganze Kiste gekriegt und ich bin momentan irgendwie auf dem Glanzbildchen-Deko-Trip. Ich weiß noch gar nicht, ob ich alle benutze, aber hier und da. Ich habe hier Blumen und vor allen Dingen Rosen rausgesucht, weil das hier einfach zu den Stamperia-Sachen von dem Precious-Papier passt. Aus dem Precious-Papier habe ich mir hier noch Kärtchen ausgeschnitten. Da habe ich auch schon so ein, zwei Ideen, wie man die noch schön verwenden kann. Also, wenn man die dann schön ins Journal einbauen kann. Dann habe ich mir hier die zwei von diesen Karten auch ausgeschnitten, die dazugehören. Die dann ja, in Taschen gesteckt werden können zum Beispiel. Die sind relativ groß. Deswegen, also eigentlich hätte ich lieber noch ein paar kleine gehabt. Und hier auch noch zwei, ja, so Schriftkarten. Die haben einen relativ einfachen Hintergrund oder eine Rückseite. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich irgendwo anhängen, dass die so, sag ich mal, baumeln. Genau, also das ist erstmal noch Deko. Die kommt allerdings später. So, das heißt, ich lege sie mir erstmal zur Seite. Dann habe ich zwei Doilies, die dürfen in so einem Precious Journal auch nicht fehlen. Ich habe Teile fürs Dingeldanger gefunden, also nochmal so einen Quast. Den werde ich wahrscheinlich nochmal über das Victorian Velvet Stempelkissen ziehen, dass das ein bisschen angefärbt ist. Und ich habe hier, sag ich mal, kleine Perlmutt-Perlchen. Da geht gerade glatt nochmal eine Perle ab. Ah, da muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie hier hinten nochmal zusammenknüttel, dass das, oder mit einem Stück Tropfen Kleber, dass das zu ist und nicht die Perlen abfallen. So, auf jeden Fall ist das Dingeldangel Gedöns. Ich habe mir aus ein paar Resten hier Tabs ausgestanzt. Die werde ich jetzt gleich mit euch zusammen verbauen. Und Flusen inklusive. Das heißt, sie sind auch zweifarbig so. Tabs lege ich mir schon mal zurecht, die kommen gleich zum Einsatz. Genauso habe ich hier mir zwei Umschläge geschnappt, die wir auch an Seiten anbauen können. Einbauen, anbauen, wie auch immer. Können wir auch gleich machen. Was ist doch immer im Ärmel? Ich habe Phantomsachen im Ärmel. Ja, auch hier ein Mini-Umschlag. Da muss ich mal gucken, was ich da tatsächlich reinmache, weil selbst diese Karteikarten sind zu groß für diesen Umschlag. Gut, kann man zurechtschneiden, klar. Dann habe ich noch zwei von diesen runden Teilen aus dem Papierset ausgeschnitten. Also ich liebe einfach diese Haptik von Mr. Imperial Papier. Und ja, klar, es passt natürlich tippitoppi zu den Umschlagseiten und so. Da wollte ich halt so Corner machen. Die könnte ich eigentlich auch gleich einbauen, dann wissen wir wenigstens, wo sie hinkommen. Ja, die hier werde ich tatsächlich in das Cover noch mit einkleben. Die bleiben erstmal beiseite liegen. Ach so, was ich euch beim Cover noch zeigen wollte, habe ich ja noch gar nicht. Ich habe hier oben einen, ja, also den kleinen Schnipsel, der in den Labelhalter kommt, reingepackt. Da kann sich diejenige natürlich das Ding umdrehen und was draufschreiben, was sie möchte. Aber erstmal so. Gut. Dieses Herzchen wird dann natürlich das Lesezeichen und da kommt das Dingeldangel. Der, die das Dingeldangel dran. Irgendwo hier, da, guck mal, hatte ich noch einen Abschnitt von dem
Stoff, mit dem ich das Album bezogen habe, das Album, das Journal, das möchte auch an den Dingeldangel. Gut, die Eckenidee hier habe ich verworfen, die räume ich demnächst weg. Dann werde ich jetzt erstmal wieder hier reinräumen, die Sachen, die wir später verarbeiten. Und werde rausräumen, die Sachen, die wir jetzt verarbeiten. Eine Sache habe ich noch unterschlagen. Ich habe noch mit der, ich wollte gerade Nähmaschine sagen, mit der Schreibmaschine habe ich hier noch so ein paar Quotes getippert. Und das ist wirklich Schreibmaschinen getippert. Also hier sieht man das Relief so ein bisschen. Und die habe ich auf Leinenpapier, auf so ein glänzendes Leinenpapier gepackt. Und die kann ich entweder ja, auf die, sag schon, da, auf die hier. Wenn man Sprachfindungsstörung hat, kann man ja zeigen, ne? Die Dinger packen. Oder irgendwo im Journal verteilen. Das ist so der Plan. Ich kann mir sogar vorstellen, dass da noch ein paar dazukommen. Die hier gefallen mir auf jeden Fall schon ganz gut. Und ja. Ende der Diskussion. Gefallen mir gut. Gehen aber auch erstmal zur Seite. Brauchen wir jetzt als erstes nicht. Gut, noch Fragen? Dann jetzt. So, Aufnahme läuft noch, das ist sehr brav. Dann nehmen wir uns mal die beiden Signaturen. Ich versuche natürlich, die Teile so ein bisschen gleichmäßig zu verteilen, dass wir hier nicht in Probleme kommen. Was eine Signatur total dick und fett ist und die andere ganz schmal und armselig. So, was ich jetzt benutzen will, ist... Gut, ihr geht auch erstmal weg. Ich möchte jetzt mein Vintage Photo weiter benutzen, weil das ist ja die Grundfarbe, die ich hier gewählt habe. Du denn? Was habe ich hier? Victorian Velvet Stempel habe ich blöderweise eingefärbt mit Vintage Photo. Das war nicht die schlauste Idee des Tages. Und zwar nehme ich Ground Espresso. Den habe ich nämlich nachgefüllt und habe ein bisschen viel Farbe genommen. Jetzt brauche ich einen neuen kleinen Färb. Das war nicht so die schlauste Idee des Tages, so viel Farbe reinzumachen. Ich muss auch gestehen, das war tatsächlich die erste Distress Oxide oder Distress Ink Farbe, die ich nachgefüllt habe. Die anderen sind alle noch recht frisch und fit und haben noch gar keinen Nachfüllbedarf. So, jetzt haben wir ein neues Filz drauf. Ein guter Haushalt hat alles am Start, ne? So, jetzt möchte ich mit euch einerseits diese fünf Teile hier verbasteln plus die Tabs. Andererseits möchte ich auch einmal mit dem Stencil hier durchgehen oder mit den Stenciln. Die habe ich mir nämlich neu gekauft. Und zwar gehören die zu dem Stamperia Welcome Home Papier. Und da fand ich einfach diese Pflanzenranken so schön. Ich weiß nicht, ich glaube, die Mauer werde ich gar nicht brauchen. Die gefällt mir nicht so für diese Art. Aber hier die Pflanzenschmetterlinge und die Ranken gefallen mir gut. Und mein Mandala-ähnliches Ding gefällt mir auch gut. So, das heißt, ich brauche jetzt nicht nur die Dopper hier, die ich mir mal daneben lege. So, vielleicht hört ihr es gerade an der Tür. Das Kratzen ist das Klopfen unserer Katze. Die liebe Bonnie möchte mitbasteln. Komm rein. Hey, Katze, raus. Wenn du rein willst, dann komm auch. Das ist eine Brexit-Katze. Sie bleibt in der offenen Tür sitzen. Ja, so süß sie ist ein bisschen unentschieden manchmal. So, die kleinen Bürstchen hier werde ich nutzen, weil die einfach ein super weiches, schönes Bild auf dem Stencil ergeben. Und ich werde jetzt hier nicht überall stenciln, weil ich nämlich auch stempeln möchte. Und gegebenenfalls werde ich auch ein bisschen Relief Paste noch mit einfügen. Das werde ich hinterher zum Schluss entscheiden. Weil hier zum Beispiel könnte man wunderbar so ein Relief machen. Habe ich gerade erzählt, dass Bonnie sich immer nicht entscheiden kann. Sie möchte jetzt gerne wieder raus. Liebe Bonnie, können Sie sich jetzt mal entscheiden? Entgehen wir raus. Entgehe aber auch. Husch. Komm, raus mit dir. Thank you.
so. Also hier kann ich mir gut vorstellen, zurück zum Thema, kann ich mir gut vorstellen, dass man hier eine Strukturpaste was drauf macht. Ich muss das allerdings mit dem Papier mal ausprobieren, weil es sehr dünn ist. Vielleicht nehme ich hier tatsächlich besser ein Stencil mit Farbe als... Was habe ich denn hier gemacht? Irgendwas habe ich in mein... an mein Stempelkissen geschmiert, sehe ich gerade. Man muss immer ein bisschen auf das Material achten. Wenn man jetzt hier, also ich habe ja auch noch dickes Papier da dran. Wenn ich das dicke Papier nehme und da, sag mal, Reliefpaste drauf mache, ist das wahrscheinlich ein bisschen verträglicher, als wenn ich hier mein dünnes, feines Karo-Blättchen nehme. Aber jetzt nicht verrutschen. Das Karo-Blättchen, also diese Reliefpaste, die ist ja selbst immer flüssig, also mit Feuchtigkeit behaftet. Dick, ja, dickflüssig. Richtige Paste, wie der Name schon sagt. Aber Flüssigkeit bleibt drin, das heißt, sie zieht das Papier, also sie weicht das Papier ein bisschen auf und zieht es dann zusammen. Na Mensch, wenn das nicht schick aussieht. Das gefällt mir gut. So, jetzt haben wir hier selbst einen Abdruck. Da könnte höchstens ein Stempel auf die andere Seite. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Und hier könnte ich mir gut vorstellen, dass wir mit einer braunen Blumenranke längs kommen. Drüber nach, die Seite, ne, eigentlich die andere. Die andere Seite soll es werden. Könnt ihr das noch sehen? Ich schiebe mich mal wieder ein bisschen besser ins Bild, so. Das Stempelkissen ist noch richtig ergiebig. Das sieht man. Und diese Bürsten, das funktioniert immer super. Na, das sieht doch fein aus. Also da sowas. Sowas freut mich, wenn man so einen schönen Stencil hat und der ist echt stabil. Also ich habe auch so ein paar, die sind total filigran. Die sind wunderschön. Aber sie nerven mich zu Tode. Dadurch, dass sie so filigran sind. So, jetzt meine ich dieses Papier. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier hören könnt. Kann man das irgendwie so ein bisschen... Ach, sehen kann man es natürlich nicht, aber wenn man sich das anfasst, das ist echt stabil. Hier würde ich eine Strukturpaste dran gehen. Hier würde ich eher einen Stempel in die Ecke setzen, weil hier schon so viel los ist auf dem Papier. Genau, hier werde ich dann gucken, dass ich hier so ein Papierfetzchen draufklebe. Hier ist auch ein bisschen was los. Ich denke mir, aber ist immer so ein blödes Wort, ne? Vielleicht wenigstens die Ecke. Ich möchte ein bisschen was Aufregendes hier in die Ecke haben. Zack. Ah, ich bin ein bisschen über den Rand gekommen, aber nicht so wild. So, hier könnte man Stempel noch draufsetzen. Muss man nicht. Machen wir noch hier das Gegenstück zu. Ansetzen hier oben. So eine Ecke.
Papier. Hier ist wieder so ein Papier. Das wäre wieder das Prädestinierte für ein Relief. Und jetzt hören wir das. Vielleicht nehmen wir diesmal mal eine andere Ranke und das auf die Innenseite. So, jetzt ist aber mal wieder rosa drin hier. Victorian Velvet. Was ein cool, eine coole Stempelfarbe. Und die ist so zart, wenn man die so leicht hier drüber schrubbt, dass sie einfach, also dass man da auch rüber schreiben kann, ohne dass das so plakativ stört. Also das Vintage Photo eben, das hat ja schon ganz schön Mühe gemacht. Und das sind dann so Sachen, wo man sagt, okay, darüber schreiben, vielleicht nur einen weißen Stift. Na. Ein Traum. Gefällt mir voll gut. So, hier mal wieder das gefärbte Papier. Mache ich hier nochmal den gleichen Spaß? Warum eigentlich nicht? Ne? Nehmen wir aber das, was nicht braun ist gerade. Victorian Velvet Ahoy. Jetzt musst du ihn nur noch halten. Wenn ihr dazu irgendwelche Tipps für mich habt zum Thema Stenciln, gerne her damit. Ich habe jetzt erst, also ich habe zu Anfang ein bisschen mit einer Schablone rumgefuhrwerkt, kann man fast schon sagen. War damit mal nicht so ganz glücklich. Und habe jetzt erst vor kurzem quasi durch diese Schablone hier, die ich irgendwo mal aus Jux mitgekauft habe, für kleines Geld, bin ich wieder angefixt. Habe ich mir wirklich das Thema Stenciln wieder irgendwie selber näher gebracht. Ich finde auch, das sieht echt fein aus. So, was man jetzt natürlich noch machen könnte, ist hier nochmal das schöne Rankenmuster. Könnte man sich jetzt hier so an die Kante setzen. Ja, was meint ihr? Kann man machen, ne? Weil diesmal wieder mit Vintage Photo. Vielleicht drücke ich mal nicht so doll auf oder nehme nicht so viel Farbe, dann wird es, also hier an der Kante nehme ich viel Farbe. Aber weiter rein ins Feld nehme ich einfach ein bisschen weniger. Das klebe der Farbverlauf. Na, ein Traum in Braun. So, du bist schon mal bestenzelt. Dann kommt die nächste Signatur. Ich möchte jetzt natürlich nicht in beiden Signaturen alles gleich machen. Ich nehme jetzt einfach andere Sachen. Andere Ideen. So, du bist schon braun und fein genug. Du machst Hü, vielleicht setze ich hier... Du hast hier gerade nichts verloren. Hier ein paar Blümchen und Schmetterlinge. Und zwar so, dass sie über die Kante gehen. Ja, dann sollte man es so ganz leicht nicht verrutschen, oder? Oh, falsche Farbe. Jetzt ein bisschen kräftiger.
Ja, hier wäre zum Beispiel so prädestiniert, nochmal einen kleinen Schmetterlingssticker mal drauf zu setzen. Da werde ich mich auch mal drum bemühen. Da wäre eine ganz schöne Stickersammlung, die kann man mal benutzen. Ja, hier wäre wieder der Part mit Reliefpaste, wäre schon ganz lustig. Und hier kommen wieder Schreibteile drauf. So, was habe ich denn? Jetzt habe ich hier auf der Seite. Jetzt könnte ich mal auf die Seite was bringen. Vermutlich. Victorian Velvet irgendwie besser drauf. Ich bin schon ein bisschen aus dem Bildausschnitt, ne? Sag doch was. Jungs und Mädels, ja. Schick. Das gefällt mir. Das ist genau was für mich. So, jetzt habe ich hier wieder den lieben Spaß. Was haltet ihr denn von so einer Ranke-Geschichte wieder? Könnte man ja auch einfach mitten drauf setzen, oder? So, ist das genehm, ja? Ich hoffe doch. Dann damit ein bisschen mehr aufdrücken. Am Rand wieder ein bisschen leiser werden, sozusagen. Ja, genehmigt. So, also die Rückseite wäre hier wieder für den Stempel geeignet. Bei der Innenseite bin ich mir nicht so ganz eins, weil das hat ja so diesen rosa Touch ein bisschen. Probieren wir es doch mal so. So. Erstmal ganz leicht außenrum. Farbverlauf ganz easy. Das mit den Bürstchen macht echt Spaß, also das kann ich echt nur empfehlen. Weil das Ergebnis einfach wirklich schön ist. Ihr seht, das Thema Farbverlauf, check, hat geklappt. So, jetzt hatte ich da eben die Ranken Teil 1. Jetzt mache ich hier die Ranken Teil 2. Auch wieder Vintage Photo. Aber auch wieder in einer leichten Form. Ich will jetzt hier nichts krasses Plakatives hin haben. Zack. Fertig. So, das hindert mich allerdings nicht daran, überall hier und da ein bisschen noch zu stempeln und auch Taschen anzubringen oder ähnliches. Weil teilweise verbaut man sich danach das, was man gestenzelt hat, aber es macht eigentlich überhaupt nichts. Habe ich noch dagegen. Das hat er gemacht. Victorian Velvet mit dem, aber ich muss ja nicht das gleiche tun. Ich nehme jetzt einfach eine Ecke. Eine Ecke, leg mal den Punkt oben in die Ecke. So. Wir achten darauf, das Thema Farbverlauf. Ich liebe diese Schablone. Ohne Scheiß.
wenn ich eine einzige behalten dürfte und der Rest müsste wirklich weggehen. Ja, hier wieder festes Papier, Reliefplaste möglich. Vellum, will ich gar nicht so viel drauf machen. Vellum ist einfach nur geil. Und ich werde hier auf dieses Vellum auch noch eine von den Glanzbildchen drauf packen. So, was hat man für Gegenspiele? Hatten wir außen die Blumenwiese, dann könnten wir jetzt mal hier. Könnten wir hier. Was könnten wir denn? Blumenwiese? Warum eigentlich nicht? Ne? Man kann ja auch mal Themen innerhalb einer Signatur wiederholen. Also, machen wir das mal. Wieder unterschiedlichen Stärken arbeiten. So, zack, zack. Das hier ist steht für sich mit dem Gefärbten. So, nun machen wir das mal so. Stempel werde ich auch noch verteilen. Die muss ich allerdings erstmal raussuchen. Das heißt, um euch jetzt hier nicht mit Geklapper und Gelaber zu langweilen, mache ich das jetzt so. Ich lege jetzt erstmal meine Stencil zur Seite. Und dann schnappe ich mir Klebstoff und werde mit euch hier die Teile, die ich euch gerade versprochen habe, einbauen. Ich gucke mal eben, wie lang das Video schon ist. Oh, das ist schon 30 Minuten lang. Gut, wir ziehen jetzt trotzdem durch. Wir ziehen jetzt in Windeseile durch, um ein paar Sachen... Ach, shit, sag ich mal. Manchmal rutscht der Pinsel nicht ganz ins Wasser rein, bleibt oben hängen und wird dann ein bisschen trocken. Man muss den immer ein bisschen besser ausdrücken hier. Das ist übrigens kein Taschentuch, also kein benutztes. So, eine Signatur zur Seite, Pinsel drauf und Prost, Jungs und Mädels. Ich muss einmal kurz trinken, sonst kann ich nicht mehr quatschen. Zack. Und ich sehe gerade, ich habe hier einen Faden drin versenkt. In meinem Kleber, den hole ich mal eben mal da raus. So, jetzt haben wir hier die Gesamtheit an Gedöns in der Mitte. Signatur hier, Kleber dort. Ihr seht alles, ein Traum. Das heißt, ich möchte jetzt in jede Signatur eine von diesen runden Teilen als Tasche oder als Corner Tuck einbauen. Ich werde in jedes von diesen Teilen mindestens einen Umschlag bauen. In einen werde ich langen und kurzen packen. Nee, ich glaube andersrum, weil hier ist nämlich die dicke Mittensignatur drin. Das heißt, ich werde hier ein bisschen weniger Auftrag sozusagen machen. So, jetzt haben wir hier schon so eine Klappseite. Da werde ich irgendwie auch noch was dran machen, dass man sie auf und zu klappen kann. Da habe ich sogar schon eine Idee. Gut, aber Ideen jetzt nicht. Jetzt ist es anders. So, hier haben wir die Seite, die hier klappt. Könnten die sogar, wenn wir hier festkleben, als Tag benutzen. Warum eigentlich nicht? Kann ich aber auch später noch machen, wenn die Signatur eingebunden ist. Das heißt aber trotzdem hätten wir dann hier schon eine Tasche. Deswegen suche ich immer einen Platz, wo gerade noch nicht so viel los ist. So, ja, da ginge theoretisch. Allerdings auch schon ein bisschen Peria los. Versuche das vom Style her immer so ein bisschen zu verteilen. So, wenn ich jetzt hier ein Relief drauf packe. So, die Seite lasse ich auf jeden Fall lose. Die nächste könnte ein heißer Favorit sein für einen Cornertag. Ich weiß nicht, ob ich diese Begrifflichkeiten jetzt gerade richtig benutzt habe. Auf jeden Fall eine Tasche in der Ecke, nicht? Das ist der Plan. So. Wir haben eine ganz dünne Kleberschicht, irgendwie nur so halb rum.
maximal, damit man das auch vernünftig benutzen kann. Wo ich gerade auch noch dran gedacht habe, ich wollte meine Außenseiten hier auf jeden Fall auch noch distressen, bevor ich sie versinke in das Journal. So, jetzt. Also wundert euch nicht, wenn ihr das nächste Mal seht, wird das wahrscheinlich außen einmal rum distressed sein, das hat er nicht, ich habe es schon wieder vergessen. Jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Umschlag. Den setze ich auf irgendeine Seite. Hier haben wir zum Beispiel schon dann so ein Umschlagding, da. Und zwar mache ich das ganz gerne so, dass ich den entweder so seitlich dran setze, am besten so seitlich, weil kann man das noch lesen, kann man das öffnen. Ja, also werde ich das in die erste Hälfte bringen. Wenn ihr meiner Überlegung folgen wollt, ich habe jetzt geguckt, wie läuft die Schrift, wie laufen die Noten und Zeichen. Und ich wollte es nicht über Kopf drehen. Das heißt, ich würde es so rum machen, also muss ich es auf die erste Hälfte der Signatur bringen. Und suche mir jetzt in der ersten Hälfte einen schönen Platz dafür. Da kommt schon noch ein Papier, da ist schon was. Ich glaube, hier ist ganz nett. So, ich könnte jetzt natürlich das hier zur Hälfte ankleben, dass das hier noch so einen kleinen Einschub hat. Kann man machen. Ich mache es erstmal, also ich kann es ja später noch komplett festkleben, also das, da hindert mich ja keiner dran. Bin gerade am Überlegen, was Kleines ich da reinstecken kann. Richtig viel kann es ja nicht sein. So, das heißt, ich werde jetzt hier ein kleines Stückchen um die Ecke gehen. Aber nicht komplett. So. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit auszuklappen, da steckt dann was drin. Natürlich muss ich auch da noch überlegen, was ich da reinpacke, aber ich glaube sogar, dass hier sogar eine, na, hier Vokabelkarteikarte reinpassen würde. So, hier oben ist es jetzt ein bisschen offen, da könnte man jetzt noch was festklären. So, jetzt bleibt uns für diese Signatur eigentlich nur noch drei, ne, so rum. Drei der Tabs zu verteilen. Und hier verteile ich, gucke ich gerade auch mal nach drei oder vier. Das ist gar nicht vier, ne? So, dann gucken wir mal nach, wie rumläuft's. So rumläuft's. Hier ist es, glaube ich, fast egal. Ich hasse das, wenn ich selber feststelle, dass ich irgendwas auf dem Kopf eingeklebt habe. Das geht mir voll auf den Nerv. Wenn ich das hinterher feststelle, und es ist längst fest. So, also vier Stück kommen in jede Signatur. Und weitere Überlegung ist, dadurch, dass ich das Band des Covers, also den Verschluss, relativ mittig ansetze, würde ich die jetzt eher oben und unten anordnen, dass ich die nicht mit dem Verschluss irgendwie kollidieren lasse. So, da macht jetzt total Sinn. In der ersten Hälfte ein oben, ein unten. In der zweiten Hälfte ein oben, ein unten. Ja, das ist jetzt, also ich will es jetzt nicht symmetrisch machen, ne Leute, das ist nicht mein Plan. Aber ein bisschen hübsch muss es sein, finde ich. So. Und mit diesem kleinen süßen Journal ist die erste Hälfte gar nicht so lang.
So. Ich sehe schon, das Video wird wieder annähernd eine Stunde lang. Ich hoffe, dass ich euch dabei nicht langweile bei diesen ganzen Aktionen und Überlegungen, sondern dass ihr voll dabei seid und voll happy damit, was ich hier so fabriziere. So, jetzt habe ich da zwar schon ein Stencil dran, möchte aber trotzdem diesen Tab dahin bringen. Ich rutsche auch gerne wieder ins Bild. Das ist immer eine sehr gute Idee, wenn man etwas erzählt, dass man dann auch im Bild ist. Zack. Ah, manchmal, ja, man sollte nur nicht sich damit in die Seiten zusammenkleben. Weil man wieder mal zu ungeduldig war. Ich habe mal gehört, dass das passieren kann. Das mit dem Ungeduldigsein. Und zack, ein Bonnie-Haar. Ich glaube, es wäre sehr freundlich von mir, wenn ich gleich mal die Katzen füttern gehe. Vorhin haben sie mich nur milde angegähnt, als ich mal gefragt habe, Leute, wach, Futter? Nö, da waren die Herrschaften noch am Schlafen. Und wenn man schläft, kann man bekanntlich nicht fressen. Klarer Fall. So. Stimmt, was jetzt hier noch fehlt, ist natürlich ein bisschen Spitze. Das kommt noch. Spitze habe ich mir noch nicht rausgesucht. Aber wenn ich jetzt hier gleich mit meiner Kleberei fertig bin, dann werde ich, jetzt weiter hinten anfangen, dann werde ich mich darum bemühen, ein bisschen Spitze aus dem Hut zu zaubern. Und ich finde auch, hier passt ja, weiß, beige und rosa, aber ich habe keine rosa Spitze, die muss ich mir tatsächlich einfärben. Wisst ihr was? Ich werde diesen Sommer nach Schweden fahren. In das Haus meiner Eltern. Da werden wir sehr viel Spaß haben mit Kanu und Sonne und Mücken bestimmt auch. Aber was das Schöne an Schweden noch zusätzlich ist, dadurch, dass, also zusätzlich zu dem, dass das Land einfach mega schön ist, in Schweden gibt es die coolsten Flohmärkte überhaupt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitgekriegt habt oder ob ihr Schwedenreisende seid. Da gibt es Loppis. Loppis ist in Anführungszeichen Straßenflohmarkt, hat aber mit Straße an sich gar nichts zu tun, weil also da sind oftmals einfach Bauern, die in ihrer Scheune einen Flohmarkt veranstalten. Also wirklich, die haben altes Gedöns von Büchern über Küchenmaschinen, über Briefmarken zum Beispiel. Herzlich gerne tolle schwedische Briefmarken. Die haben auch teilweise einfach so ein Daddelgedöns. Also hier, was weiß ich, auch alte Notenbücher, kleine Teile, die man an Journals dranhängen kann, also hier so Perlengedöns und es ist einfach, ich sag mal so, verhältnismäßig günstig. Also wenn man da Vintage-Sachen kauft, olle, wirklich olle, schöne, alte Dinger, dann kann man sie sich echt noch leisten. Muss man hier manchmal, gucke ich auf den Flohmärkten und kriege Schnappatmung. Ich weiß nicht, wie das euch geht, stöbert ihr auch auf Flohmärkten? Also ich liebe Flohmärkte, ich finde das super cool. Nur manchmal denke ich mir, gut, Vintage ist echt ein Trend. Das ist eine echte Modeerscheinung. Und scheint, ja, scheint bei den Flohmarktbesuchern angekommen zu sein. So, was meine ich, wenn ich das jetzt hier dran stecke, ne? Könnte ich hier unten zumachen, dann könnte man da noch was hinterstecken, theoretisch. Ja, ich könnte es ja erstmal machen.
Ganze erstmal ankleben. Wie gesagt, fest, also endgültig komplett die festkleben kann man es immer noch. Muss doch nicht sofort sein. Wir müssen noch Wecker schauen. Es ist erst 9:30, das ist ja schön. Wer früher aufwacht, hat länger was vom Tag. Ne? Mich nachher noch Reitunterricht. Und den darf ich natürlich nicht verpassen, weil Reitunterricht ohne Reitlehrerin ist irgendwie blöd, glaube ich. So, jetzt habe ich meine Umschläge untergebracht. Bevor ich das ganze Loch und einbinde, werde ich es natürlich noch ein bisschen ausrichten, gerade die schrägen Seiten, die ich da drin habe. So, jetzt kommen noch die Tabs und dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir es geschafft. Ja, der passt doch wie Arsch auf einmal. So, ein schöner Tab. Ich habe mir tatsächlich diese Tab-Stanze gekauft. Von Wear Memory Keepers. Muss auch sagen. Sie ist echt cool, aber sie ist verdammt teuer für diesen winzig kleinen Einsatzzweck. Weil wie viele Tabs macht man schon in seine Journals? Also im schönsten Fall macht man in jedem Journal einen Tab. Nur wie oft kommt das vor, ne? So, dementsprechend ist das ein ganz schön stolzer Preis für... Ja, für die Möglichkeit, gestanzte Tabs zu haben. Ich habe auch eine für meinen, na sag schon, meine Stanz- und Prägemaschine. Da habe ich auch Frames für Tabs, aber das ist schon echt aufwendig. Also mit diesem Tab-Stanzer zieht man einfach mal eben längs und hat mal kurz Ach Gott, wenn man sich entscheiden kann. Ja, also wie gesagt, das geht ratzenfatz. Und das ist eine Sache, da muss man nicht lange drüber nachdenken, macht man einfach mal eben. Während man dieses Stanzding, da muss man erstmal den Frame rausholen. Dann muss man durch die Maschinen ziehen, erstmal die Maschinen anschalten. Und bis das dann alles so fertig ist für zwei Stück. Und ach, wenn man, genau, ich habe zwei von den Frames. Das heißt, ich kann zwei Tabs auf einmal machen, wenn ich das Ganze Scheiße, jetzt habe ich das doch auf die Seite gemacht. Naja. Dann ist hier ein bisschen mehr los auf der Seite. Gut. Also da kann ich auf jeden Fall zwei Frames auf einmal stanzen. Und hier mit diesem Tab-Stanzer ziehe ich mal eben in der gleichen Zeit 10, 20 durch. Nicht, dass man 10, 20 Tabs braucht, ne? Ist klar. Aber so von der Verarbeitungszeit her ist das schon ganz eine andere Nummer. So, jetzt gucken wir uns den Spaß mal an, wie das jetzt aussieht, wenn man unsere Signaturen hier reinlegen. Ich würde die aufs Forum reinlegen. Achso, genau. Ich habe hier innen, habt ihr gesehen, habe ich eingeklebt und ich habe hier noch eine Gedichteseite von Wilhelm Busch gefunden. Schön in altdeutscher Schrift. Fand ich sehr passend. So, jetzt unser Journal füllt sich und wenn man sich das jetzt vorstellt, dann zieht das hier rum und dann schlingt man das hier zweimal rüber. So. So mag ich das. Ja, jetzt sind wir am Ende dieses Videos. Es ist doch viel länger geworden, als ich das wollte. Ich denke mal, halb so wild. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich habe hier, bin hier sehr viel weitergekommen. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach Spitze und dann werde ich meine Stempel rausholen
Und in der nächsten Runde gibt es Spitze und Stempel. Ja, erstmal viel Spaß an eurem eigenen Basteltisch und bis demnächst in diesem Kino.